Hallo, ihr werdet in den letzten Tagen wahrscheinlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, schon unser Video zum neuen Poncho und zum neuen Tab gesehen haben. Ja, ich bin jetzt immer noch quasi am Drehort vom Tab und vom Poncho, hab noch ein bisschen Zeit und hab dann noch ein kleines Kurzvideo für euch. Und zwar habe ich in meinem magischen Säckchen nämlich nochmal ein kleines Spielzeug dabei. Das ist das Hersier. Das ist unser neues Einsatz, Outdoor- und Überlebensmesser. Und das sind jetzt ganz viele Begriffe in einem und tatsächlich ist das wirklich ja, ein, wie soll man sagen, ein Mehrzweckmesser, das seinen Namen auch verdient. Das Muster hier habe ich jetzt schon seit einem halben Jahr im Einsatz. Eine Eigenheit des Messers ist, das Messer ist jetzt schon seit einem guten Dreivierteljahr fertig. Woran es bei uns jetzt gerade noch ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen habert, aber wo wir noch ein bisschen Feinschliff machen, ist die Scheide. Ja, momentan ein System mit Klettverschluss, das sich wie ein Koppelschuh mit den Gurten direkt an die Scheide machen lässt. Hat einen Vorteil, man kann das komplette System abmachen, man kann Kabelbinder nehmen und das Ganze auf den Molle-Rucksack packen. Man kann es an den Schultergurt vom Tragesatz oder vom Rucksack machen. Man kann es waagerecht hinten am Gürtel tragen, man kann es senkrecht tragen. Man kann einen Dangler einhängen. Das sind alles so Optionen, die wir mit der Scheide umzusetzen versuchen. Und wir wollen das natürlich so gut wie möglich umsetzen. Wir haben das Messer ja auch schon angekündigt und viele von euch fragen mich, wie schaut es denn aus, wann kommt es denn endlich? Wir warten und warten, es hieß eigentlich, es kommt im Sommer. Ich muss soweit sagen, ja, wir haben Wort gehalten, das Messer ist fertig. Wir arbeiten noch an der Scheide. Ich kann euch nicht sagen, wie lange wir brauchen, weil es soll wirklich richtig gut werden. Was ihr hier seht, das ist ziemlich final. Das ist das Zubehör, es wird eine Pfeife dabei sein. Ob sie orange sein wird oder schwarz, das ist noch nicht ganz offen. Noch nicht ganz fix, das ist noch offen. Es wird auf jeden Fall ein Feuerstahl dabei sein. Den wird es auch wieder einzeln als Zubehör geben. Ist auch alles abmontierbar. Sprich, es muss nicht genutzt werden und was hier anders ist als beim Allemannsmesser. Das ganze Zubehör, was ihr hier seht, wird auch beim Messer dabei sein. Es werden auch zwei verschiedene Griffschalen dabei sein, eine schwarze und eine orange. Das heißt, da wird es kein optionales Zubehör geben, es wird ein großes Komplettset geben. Ja. Gebt uns bitte die Zeit mit der Messerscheide, es soll wirklich gut werden. Wir haben jetzt bis jetzt schon nahezu 50% mehr Zeit in dieses Messer gesteckt als damals fürs Allemanns. Es soll wirklich ein richtig, richtig geniales Messer werden, was ihr dann bekommt. Und deswegen gibt es uns bitte die Zeit dafür. Kann ich das Messer jetzt auch mal ein bisschen aus der Nähe zeigen? Na komm, fokussieren, liebe Kamera. Mag mich heute nicht so. Neue Kamera und neue Chancen von der Kamera veralbert zu werden, habe ich so den Eindruck. Ja, das Messer selbst, man sieht es, wird ein flacher Scandi-Schliff werden. Also kein klassischer Scandi-Schliff, wie man es zum Beispiel von den Mora-Messern kennt, aber auch kein klassischer Flachschliff wie beim Allemanns. Das ist eine sehr stabile Schneide. Ist trotzdem leicht schärfbar. Es wird im Auslieferungszustand ein Scandi auf Null geschliffen sein. Ihr könnt jederzeit eine Sekundärphase einschleifen, das ist kein Problem. Aber wer schon mal mit Scandis gearbeitet hat, weiß, es ist deutlich schwieriger, eine Sekundärphase aus einem Scandi wieder rauszubekommen und ihn wieder auf Null zu schleifen. Deswegen unsere Entscheidung, wir werden ihn mit einem Scandi auf Null ausliefern. Wenn ihr sagt, Scandi auf Null ist zwar schön zum Holzschneiden, ist mir aber zu empfindlich, ich hätte gerne eine Sekundärphase, das heißt eine ja, ganz knapp an der Schneide angesetzte zweiten Schneidwinkel, dann könnt ihr den natürlich auch anschleifen. Die Griffschalen werden wieder Micarta sein, werden ergonomisch sein mit einer ganz leichten Maserung. So werden Micarta-Schalen bzw. G10-Griffschalen. So, das ist jetzt mein Fehler. Es werden G10-Griffschalen sein, nicht Micarta, war mein Fehler. Es wird in Holzoptik sein, mit einer leichten Maserung. Die Griffschalen sind verschraubt, könnt ihr jederzeit wechseln. Ein großes Loch für den Fangriemen, wenngleich nicht so groß wie beim Allemanns. Das wurde von vielen jetzt kritisiert. Wir stehen nach wie vor zum Design vom Allemanns, aber das Design haben wir jetzt eben auch nach eurem Feedback angepasst. Wir haben hinten einen abgesetzten Erl, der als Schlagfläche benutzt werden kann. Sowohl um zum Beispiel eine Scheibe anzuschlagen,
oder eine Kokosnuss zu knacken, aber auch um zu sagen, ich benutze das Messer jetzt wirklich als Stemmeisen, als Meißel bei Holzarbeiten. Das heißt, ich kann hinten mit einem Knüppel aufschlagen, ohne dass die Griffschalen splittern. Ja, wie gesagt, es ist sowohl als Einsatzmesser als auch als Automesser konzipiert. Wir haben hier Daumenauflagen. Hier. Die eben auch beim Arbeiten mit Holz, beim ziehenden Schnitt den Griff unterstützen. Wir haben eine aufgeraute Daumenauflage. In dem Bereich wird die Klinge abgerundet sein, damit man sich beim längeren Arbeiten keine Blasen holt. Der vordere Bereich des Klingenrückens wird scharf auf 90 Grad poliert sein, dass man mit dem Feuerstahl schöne Funken abziehen kann. Die Schneide weist auf der Rückseite, die Klinge weist auf der Rückseite eine leichte Fehlschneide auf. Das unterstützt die Klinge beim Eindringen in Materialien, das heißt, wenn man irgendwo rein will, das heißt beim Wildaufbrechen oder auch bei Holz oder anderen Materialien, wo man rein muss zum Hebeln. Klinge wird wieder knappe 4,5 mm stark sein. Das heißt, kein absoluter Brecher, aber durchaus stabil. Natürlich Fulltang-Bauweise. Ja, von der Klingengröße natürlich bleiben wir wieder über den 12 cm. Die Klinge wird tatsächlich insgesamt mit der Klingenbereich kürzer sein als beim Allemanns. Das heißt, es wird insgesamt auch kompakter als das Allemanns sein. Aber die nutzbare Klingenfläche, da wir jetzt auch die Kerbklinge bei diesem Messer nicht nutzen, liegt auch daran, dass dieses Messer keine beschichtete Version bekommen wird. Es wird nur die matt polierte Version geben. Deswegen hat diese Klinge eben nicht die Feuerstahlkerbe vorne. Dadurch wird die nutzbare Fläche der Schneide genauso groß sein wie beim Allemannsmesser. Allerdings in der Summe wird das ganze Messer ein bisschen kompakter als das Allemanns ausfallen. Es ist auch dem geschuldet, also auch wie wir den Handgriff jetzt überarbeitet haben, man sieht es ein bisschen. Es bleibt mehr vom Griff übrig, das heißt auch eurem Wunsch nach mehr Grifffläche sind wir nachgekommen und haben so ein etwas kompakteres Messer als das Allemanns, ein etwas klassischeres Messer. Also es, ich denke, spricht auch die Leute eher an, die das Allemanns zu taktisch, zu modern fanden. Das ist auch ein Grund dafür, ist das Messer fing an als das Behind-to-Knife. Das ist, ich sage jetzt mal, Küchen-Papua-Neuguinea. Also eigentlich Küchen-Pidgin-English und steht ganz flapsig für das letzte Messer. Nämlich das letzte Messer, das man eigentlich benötigen würde. Ist jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, weiß ich, ist klar. Ich würde mir auch dann auch wieder neue Messer kaufen. Meine Sammelleidenschaft ist bekannt. Aber es ist einfach ein Messer, das wirklich alles dann eben auch erledigen soll. Allerdings eben nicht zum Allerweltspreis daherkommen wird wie das Allemannsmesser. Es wird auch wieder 440 C Stahl sein. Diesmal etwas härter gehärtet. Und ja, soviel zum Thema Autex. Ich habe vorhin Bescheid gesagt, dass ich fertig bin mit den Videos. Und das wird natürlich sofort ausgenutzt für einen Anruf. Tut mir leid, geht sofort weiter. Also prinzipiell ist es jetzt so, wo war ich? 440 C Stahl, Messer, genau. Es wird nicht der Preis vom Allemannsmesser sein. Es wird deutlich teurer werden. Es wird aber auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Komplettpaket sein. Man wird nichts mehr optional dazu brauchen. Und es fing eben an als das Behind-to-Knife. Und von dem Projektnamen sind wir jetzt eigentlich abgekommen. 90% der Leute, denen ich es in die Hand gedrückt habe, haben gesagt, naja, sieht für mich aus wie ein Wikinger-Messer, sieht aus wie ein Schwedenmesser auf Steroiden. Und das ist es eigentlich auch. Und daher jetzt eben auch der Projektname für das Messer, das Hersir, benannt nach dem schwedischen Titel. Und das wird dem Messer auch mit der Küchenscheide, denke ich, gerechter. Und das wird, so mein Plan ist, auf jeden Fall noch vor Weihnachten kommen. Und wenn nicht, dann werde ich wieder hier im Videokanal sein und werde förmlich Abbitte leisten. Aber ich tue mein Bestes, dass es wirklich bis dahin fertig ist.
Wir haben uns jetzt auch mit einem deutschen Partner zusammengetan für die Messerscheide. Und ich denke, wir kriegen das schnell auf den Weg. Ja. Das Ganze hat jetzt leider ein bisschen Outtake-Charakter durch den Zwischenanruf. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Fragen zum Messer ein bisschen erhellen. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gestört, dass das Ganze jetzt nicht ganz so durchgeskriptet war. Ich habe mir einfach gedacht, ich nutze die Zeit einfach nochmal. Das ist einfach, denke ich mal, persönlicher und auch informativer, mal das Ganze zu sehen, das Ganze mal live mitzubekommen, als wenn ich nur einen Facebook-Post mache oder einen Foren-Post. Und ja, wie gesagt, das Messer ist nahezu fertig. Wenn ihr noch Feedback habt oder Wünsche, nennt es uns einfach. Wir schauen natürlich, was möglich ist, setzen wir um. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, dann auch garantiert wieder mit weniger Outtakes.